Hier, euch besiegen. Wir sind, glaube ich, voll geheilt. Jetzt natürlich nicht in den MP, aber das ist ja nicht so schlimm. Apropos MP. Ja, jetzt sollte ich mal ein paar holen für Popoy. 49 ist gut. Da ist so ein goldener Ninja. Der muss ja richtig toll sein. Aber der hat eine sehr hohe Ausweichrate. Okay, der hält aber nichts aus. Der hält nichts aus. Der tut nur sehr weh. Oberschild. Nocturne. Schild, Dingens. Zaubersperre, meine ich. Und dann Hadesgranate. Ich habe nicht gesehen, ob ich... Du hast irgendwas gemacht, aber ich habe nicht gesehen. Gezappelt wurden die beiden. Tolle Wurst. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht, dass du ein Oberschild drauf hast. Und da du aus Gold bist, denke ich einfach, dass du ein Lichtmonster bist. Ja, Terminator? Ich glaube nicht echt Terminator, oder? Hier haben wir den Klump. Ich glaube, da war auch Nocturne oder war es Laterna bei ihm? Eins von beiden. Tot ist er auf jeden Fall, glaube ich. Ja, ich muss, glaube ich, nicht heilen. So, hauen wir noch den Werwolf hier weg. Der heißt einfach auch Werwolf. Die vorige Variante hatte sogar einen richtigen Namen und der heißt einfach nur Werwolf. Okay, da kann ich Schatzinger einsetzen. Und ich muss auch nicht im... Ja, tolle Wurst. Ich muss nicht MP besorgen. Ja, vielleicht sollte ich mal zwischendurch heilen. Wäre vielleicht ganz intelligent. Hier, bei Froster. Was für ein Level ist Kraftwasser? Ist immer nur noch Level 6, also Froster. So oft wie wir heilen. Der dürfte ja nicht wirklich viel aushalten. Der auch nicht. 67. Ja, bleibst du mal hier. Jetzt habe ich nicht gesehen, wer alles ein Level Up hatte. Ich glaube, jeder. Ein Zauberumhang. Du willst mich auch verscheißern. Weißt du, wie schlecht Zauberumhänge sind? Okay, ich komme hier nicht lang. Glaube nicht, dass Nocturne gut war gegen ihn. Aber ich mache einfach mal Harzgas. Gegen den Schleim. Okay, gut. Bist du jetzt besiegt? Ich glaube, wir sind auch ziemlich nah am Ende. Noch eine Truhe. Hör auf wegzulaufen. Sei ein guter Gegenstand. Ein Clown-Orb. What the fuck, man kann hier Orbs finden. Dafür gehe ich aber nicht zurück. Ist auch eh nur ein Clown-Orb. Ich hole dich erstmal zu Klump. Dann setze ich Nocturne auf den da hinten ein. Hör auf dich zu bewegen, du Dämonen-Idiot. Gut. Popos Waffenlevel ist gestiegen, Axt erreicht Level 7. Hurens Waffenlevel gestiegen, Peitsche erreicht Level 8. Was für ein Level ist die Axt eigentlich? Kann ich noch einen Axtdorf finden? Habe ich irgendwo Orbs übersehen, dass ich hier Orbs finden kann? Was ist das denn für... Das ist ja dämlich. Oder kriegt man manche Orbs tatsächlich nur, wenn man hier alles farmt? Also für eine... Für einzelne Waffen
man alle Orbs nur, wenn man hier farmt. Es wäre natürlich sehr dämlich. Glaubt Nocturne reicht da? Oder ist das Laterna? Ich verwechsel das andauernd. Nee, das... Wieso hängst du da? Kann man da... Wieso Square Enix baut ihr da... Oder Square Soft damals noch. Wieso baut ihr da so eine Lücke ein, wo man hängen bleiben kann? Wieso kriegst du keinen Schaden, du Sau? Ich warte mal, bis der besiegt ist. Was die Terminator heißen. Hurim, komm. Du kannst noch mal ein bisschen MP holen. Okay, 35 ist wunderschön. Reicht auch vollkommen aus. Ich weiß nicht mehr, was eure Schwäche war. Mach einfach Rocky. Habe ich jetzt nur auf den das eingesetzt? Also Rocky war es auf jeden Fall nicht. Gut, da ist noch so einer. Nocturne. Ich sage mal den Namen des Mana-Geistes und nie immer den Namen des... Willst du mich jetzt verarschen? Wie komme ich denn da hin? Ich komme da nicht hin. Und nicht den Namen des Zaubers, wenn da jetzt eine geile Rüstung drin ist. Und kotze ich aber in dem Strahl. Ich setze Harzdinger ein. Harzgas. Das machst du, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich muss auch Laterna, müsste eigentlich Laterna gegen dich einsetzen. Hallo, bist du mal tot? Komm, lass mir den. Okay, da ist er geschoben. Die gute Maske. Glaub, das Spiel hat nicht damit gerechnet, dass wir 800 Schaden machen. Beziehungsweise so viel Schaden. Master Ninja. Das ist der Dude. Oh, ich bin am Sterben, sehe ich gerade. Ich heile auch nur Randy. Die anderen sind eigentlich noch gut dabei. Hab gleich Popeye, aber naja, drauf geschissen. Apropos Popeye, hier nochmal. Dass man da mehrmals schlagen muss, damit man da durchkommt. Hui, da sind ganz schön viele Terminatoren. So. Hier. Holzgranate. Popeye ist Zauberlevel gestiegen, auf was? 7. Mach das mal. Ich dachte, Nocturne wäre stark gegen die. Ich dachte, das wäre ein Lichtmonster. Was mache ich hier? Durch die falschen Tasten. Ich habe aus Versehen Select gedrückt. Dann nur auf einen von beiden. Jetzt mal konzentrieren. Guck, das macht 800 Schaden auf allen. Ja, kannst du auf ihn zaubern. Ja, guck mal, was wir hier Schönes finden. Wahrscheinlich wieder Elfenkrone. Eine Elfenkrone, die wird er wahrscheinlich gar nicht tragen können. Da, die Elfenkrone. Ja, die kannst du nicht tragen. Wahrscheinlich würde die... Wir hatten erst weniger Level. Würde sie Popeye geben? Aber ich denke mal, sie kann sie auch nicht tragen. Oder doch? Ist auch besser. Ein Item, was besser ist, was als das Beste, was man kaufen kann. Interessant. Okay, hier geht's nicht lang.
Erstmal Zaubersperre. Ich bin gemogelt worden oder gezappelt, Entschuldigung, dass ich immer den richtigen Begriff nehme und nicht die falsche Übersetzung. Ach, kacke nicht. Das Ding ist doch, das hat doch ein Zauberschild. Habe ich vergessen. Dann machen wir den erstmal weg, den Zauberschild. Ist gezappelt. Wir warten mal, bis sie entzappelt ist. Gut, dann kann sie nämlich mal kurz Gruppe heilen. Und wir sind alle ziemlich angeschlagen, bis auf Purim selber, aber naja. Was soll's. Hier rein. Das sieht auch sehr danach aus, wo wir Markus bekämpft haben damals. Das ist, glaube ich, auch genau die Fläche, der Ort. Hierhin. Und da ist Tantalus. Mit Hagen. Hagen! Beruhige dich, Mädchen. Seinem Körper wird nichts geschehen. Ich suche schon viel zu lange einen solchen jungen Körper, in den ich schlüpfen kann. Mit meinem Körper kann ich möglich diese Welt beherrschen. Also werde ich jetzt seinen Körper benutzen. Ha, ha, ha. Jetzt, liebe Freunde, jetzt werde ich die Mana-Festung erobern und die Welt regieren. Ha, ha. Ich dachte, die Mana-Festung hast du schon erobert. Hagen, nein, wehr dich doch. Ja, hau den, du freches kleines Mädchen. Gib mir sofort diesen Körper zurück. Du Biest. Ah, ich weiß nicht, wer das sagt. Hagen, bist du es? Ich habe einen neuen Körper. Der fühlt sich gut an. Er ist in Hagen. Tantalus, nein, das darfst du nicht. Halt den Mund, du hysterisches Biest. Ha, ha, huch. Ich kann mich nicht... Purim, hörst du mich? Ich bin es, Hagen. Ich bin noch immer in meinem Körper, aber Tantalus ist stärker. Ihr werdet mich besiegen, aber ich kann euch trotzdem helfen. Tantalus hat einen Pakt mit der Hölle geschlossen. Nun ist er unsterblich. Allerdings nur, solange seine Seele eine Behausung hat. Ein Körper. Ruhe jetzt. Ich werde Tantalus vernichten, auch wenn ich dabei sterben muss. Randy, du kümmerst du dich um Purim, wenn ich nicht mehr da bin. Hagen, hör auf, du darfst nicht sterben. Und da opfert er sich selber. Und aufhören sofort, ich brauche diesen Körper sonst. Na gut, dann werde ich dann euren Körper nehmen. Arg. Und das ist seine richtige Form. Das ist Tantalus. Oder im Englischen und auch, ich glaube, im Japanischen heißt das Thanatos, was, glaube ich, irgendwie ein Gott des Todes ist oder so. Und die Musik ist mega geil. Elektra, Analyse. Ich denke mal, deine Schwäche wird Dings sein. Überraschung? Überraschung tut weh. Andi ist verwirrt, ja, wunderherrlich. Du hast wie viel Leben? Laterna, okay. Da wir nicht so viel MP haben, lassen wir das mal. Du hast auch nicht viel MP. Ich würde da jetzt mit Hatzinger aufgehen. Okay. Hatzinger. Hau drauf. Ich sag, der haut drauf, Hatzinger. Tantalus ist erledigt. 431. Ich schau mal, okay, sie macht eine Frostwelle. Ich schau mal, wie stark Dingens ist. Der Käse. Wir sind jetzt Level 2. Ich weiß nicht, ob wir ihn treffen. Okay. Nee, der Hatzinger ist tatsächlich besser. Deswegen macht das keinen Sinn. Da mit dieser Entfernung. Okay, da kommen Hände aus dem Boden. Allgemein. Die Musik ist völlig abgefuckt. Ich liebe es. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sollten die Hände nicht berühren. Aber... Hält doch mal einer auf.
Urem. Heil dich selber. Okay, sie ist vergiftet, ist nicht schlimm. Weil wir die MP. Scheiß auf die MP. Nee, das. Die MP, also das Wiederbeleben, tut nicht komplett heilen. Okay, deswegen erstmal so. Auf Popoy. Na toll, eine Ballonkette. Weiter im Herzgas. Und du verstärkst mal unsere Verteidigung, würde ich sagen. Und du wirst noch weiterhin mit Herzgas draufhauen. Und ich hau da mal so drauf. Okay, dann weiter im Herzgas. Wie viel MP hast du? Hier. Ja, du brauchst noch nicht heilen. Ja, dann weiterhin Herzgas. Und wir gehen auf jeden Fall gleich von den Händen weg. Wenn die kommen werden. Du hast keine MP dafür. Nee, du hast nicht nur keine MP, also nicht genug MP. Du wurdest auch angegriffen. Lenova, Urim ist konfus. Kann ich nicht MP von ihm absaugen? Also 16 ist besser als nix, aber ich versuche nochmal. Zaubersperre Level 8. Zaubersog. Ja, mach nochmal einen Zaubersog. Dann kann er auch nicht mehr zaubern. Puri wäre auch irgendwie. Popo ist der Start. Wäre supi, wenn du auch was machen würdest. Ja, auf Popo. Ein Aura. Ich konnte das versteinern nicht, also ich konnte es nicht. Will sie nicht entsteinern? Wir müssen aufpassen wegen den Händen. Okay, dann wollen wir da weiter Harzgas einsetzen. Okay, noch weiterhin Harzgas. Ich glaube, du hast nicht wirklich MP, deswegen kann ich mal eine Nuss auf Popoy einsetzen, auf Google meine ich. Also auf das Mädchen. Komm, wird sichtbar, du Penner. Bin versteinert. Auf Randy. Heilen. Ja, komm auf alle. Dann nochmal Harzgas. Nochmal. Lass mal auf. Was ist das denn? Überraschung, okay. Randy macht halt fast keinen Schaden. Aber dafür Popoy umso mehr. Und das war Tantalus. Haben wir den auch besiegt, meine Fresse. Das war bisher der schwerste, ich glaube. Nicht der schwerste Kampf. Hat sich als Mann, hat's aber funktioniert wieder. Oh. Ja, Hagen hat sich geopfert.
Die ganze Suche nach ihm, Purim, die ganze Suche nach ihm ist ins Nichts ausgelaufen. Irgendwas passiert hier. Was zum... Schnell raus hier! Oh oh. Was ist los? Puh. Alles okay? Wir müssen hier raus, sofort. Was ist mit Popoy los? Wir können jetzt Mana jagen. Es kostet auch nur einen MP, wunderherrlich. Weil sie kann jetzt Mana jagen. Auch nur einen MP. Okay. Wo muss ich denn hier raus? Da, wo wir herkamen wahrscheinlich. Okay, jetzt sind wir hier draußen. Der Mana-Drache! Das ist doch Lufti. Lufti? Nein, aber er sieht immer ihm sehr ähnlich. Schnell, der Drache ist im Begriff, die Welt zu zerstören. Bring ihn um. Umbringen? Ich kann den Mana-Drachen nicht umbringen, nein. Versuch doch nur Mana zu retten. Und außerdem, wenn der Drache stirbt, wirst du auch sterben. Popoy, warum? Weil ich alle ihre Mana-Kraft brauche, um den Drachen zu töten. Blödsinn. Kobolden können gar nicht sterben. Außerdem habe ich mehr Mana, als du denkst. So schnell sterbe ich nicht. Und wenn du jetzt noch länger wartest, hat der Mana-Drache alles zerstört. Die Bäume, die Tiere und die Menschen, also worauf wartest du noch? Du hast das Mana-Schwert, du musst die Welt retten, hier bleibt keine Wahl. Das ist deiner Mutter dem Mana-Baum versprochen. Kümmere dich nicht um mich. Na gut, aber ich habe Angst. Ach, wer hat das nicht? Popoy hat tatsächlich noch auf die letzten Meter einen guten Charakter bekommen. Und jetzt die geilste Mucke im Spiel. Der Meridian Dance. Nimm das Schwert. Purim und ich werden mit unserem Mana zaubern. Das heilige Mana-Schwert reaktivieren. Mit Ying, Mana Ying und Mana Yang. Jetzt warten wir nur auf... Warte, ich kann nicht... Da! Wie gesagt, der sieht Lufti ziemlich ähnlich. Ich sollte wahrscheinlich schon mal... Was haben wir für MP? Okay. Auf Randy. Und du auch auf Randy. Wir zaubern sonst nichts außer die Mana-Sachen. Jetzt haben wir das volle Mana-Schwert. Voll aufgelevelt. Irgendwie, glaube ich. Wir müssen das aber ab und zu zaubern, weil das immer aufhört zu wirken. Dann ist das Mana-Schwert reaktiviert. Meiner Young Level 7. Es ist natürlich das Problem, dass wir Dinges gar nicht gelevelt haben. Aua, das tut weh. Ja, okay, vielleicht sollte ich ab und zu mal heilen. Und vielleicht sollte ich auch unsere Verteidigung erhöhen. Schutzaura. Und dann lade ich ein bisschen auf. Macht er uns Schaden? Ja, ein bisschen. Aber jetzt kommt er langsam hochgeflogen und nicht so barsch. Mein Mana-Schwert ist weg. Aus Gründen. Versucht das natürlich aufzuladen. Ja, macht natürlich Schutzschild. Mana Schwert reaktiviert. Jetzt können wir da so richtig draufhauen. Zauberschild. Wir tun auch nicht mit Zaubern angreifen, weil wir wollen die MP sparen. Oh, das tut wahrscheinlich weh. Deswegen sollte sie mal sich selbst verzeihen. Oder alle. Mal kurz die ganze Gruppe heilen. Irgendwie wird das mit dem Heilen nichts. Ich mag den Mana-Drachen. Der Bosskampf ist zwar ein bisschen Banane, weil man da nicht viel machen kann. Man steht halt hier... Die haben halt versucht, das mehr imposant zu machen als alles andere.
Also man steht hier und halt das Gameplay haben sie ein bisschen vernachlässigt. Man steht hier halt rum, zaubert ab und zu ein paar Sachen. Okay. Mana Schwert reaktiviert. Erstmal kriege ich einen ab. Dann die Zauberschwäche. Laser Inferno. Soll ich Popeye heilen? Ja, der mich intelligent. Ich hätte nicht alle heilen brauchen. Ich kann halt den Drachen nur schaden, solange der hier rumlungert. Natürlich ist jetzt mein Mana-Schwert wieder weg. Ein reaktiviertes. Deswegen kann ich nicht so viel Schaden machen, wie ich gerne wollen würde. Mein Schwert reaktiviert. Okay, jetzt machen wir wieder gut Schaden. Warte. Nicht eigentlich. Ich versuch's mal, ne? Mit Harzinger Harzgas auf ihn einsetzen. Oh Scheiße, nee, er hat ja das Zauberschild. dafür muss ich mal das Zauberschild wegmachen. Ich kann gerade nichts machen. Hallo, heil dich! Was schiebst du uns hier weg? Okay. Die MP sehen noch gut aus. Mein Schwert reaktiviert. Ja, ich weiß, ist reaktiviert. So, dann machst du mal hier den Zauberschild weg. Und dann setzt du Harzgas ein. Damit der Kampf ein bisschen schneller vorangeht. Okay, dann hast du den Scheiß wieder. Nochmal Harzgas. Nur ein bisschen MP absaugen, damit du weniger zaubern kannst. Und damit wir mehr... Okay, du hast, glaube ich, keine MP dazu bekommen, ne? Habe ich noch das Mana-Schwert? Nein, habe ich nicht. Ist man nun Walnuss auf Popeye ein? Mein Schwert reaktiviert, das dauert leider eine Zeit, bis ich wieder zuschlagen kann. Also, das ist nicht wirklich ein schwerer Kampf. Tantalus war tatsächlich der finale Boss. Das ist hier nur so ein Showboss, wenn man so will. Wie ähnlich wie in... Ich will nicht so viel spoilern, aber in Final Fantasy X ist das ziemlich ähnlich, dass der vorletzte Boss... da tatsächlich der richtige Boss ist und der letzte Boss ist tatsächlich ein Witz. Hier hau ich hier noch einen drauf oder auch nicht. Zaubersperre. Kann ich noch Harzgas? Habe ich noch das Mana-Schwert? Habe ich nicht. Also das volle reaktivierte Mana-Schwert. Mana-Schwert reaktiviert.
Ich warte mal, also ich lade ein bisschen auf, kriege jetzt einen ab. Ich lade trotzdem weiterhin auf. Am besten auf 7. Mach das mal weg. Du heilst doch eine Runde. Ach scheiße, mal meiner Schmidt ist wieder weg. Wahrscheinlich, weil wir Urim nicht gut genug gelevelt haben, geht das immer so schnell weg. So, dann das hier nochmal. Alter, hör auf! Harzgas, wie viel? 26. Mein Drache ist erledigt. Das ist natürlich nur... Ah ne, wir haben ihn tatsächlich besiegt. Das ist natürlich nur ein Trick gewesen, aber wir haben ihn tatsächlich besiegt. Und das sieht ziemlich scheiße aus. Die mega coole Pixelart einfach so zusammengematscht. Da haben wir ihn besiegt. Da haben wir das Spiel durch. Weil das war der finale Boss. Ich weiß aber, ich habe das Ende komplett vergessen. Außer eine wichtige Sache, die eben auch schon angedeutet worden ist. Wir landen, glaube ich, mit der Mana-Festung oder schlagen auf. Wo sind wir? Popoi! Sie ist tot. Sie ist Schlucht. Schlucht. Popoi. Popoi. Ohne Mana, bitte komm zurück. Ohne Mana keine Kobolde. Bitte. Erst Hagen, jetzt Popoi. War es das alles wert? Wir haben die Welt gerettet? Dumme Frage. Ja, da nickt ihr mit Zuversicht. Da, der Mana-Drache. Er hat sich in Schnee verwandelt. Deswegen ist alles so weiß. Wieso sind da zwei Monde? Secret of Mana. Produktion und so. Ich lese das nicht. Normalerweise schneide ich ja in meinen neuen Sachen die Credits raus, weil ich glaube, hier passieren Sachen. Deswegen wäre es doof, das rauszuschneiden. Wir sind aus irgendeinem Grund in der Goldstadt. Nicht Goldstadt. In Nordstadt. Und da ist Sarah und da ist Lisa und da sind die zwei namenlosen Rebellen, die nur Mann und Frau heißen. Wir sind in Tasnika. Wieso sind wir in Tasnika? Wegen Victor wahrscheinlich. Hallo Victor. Und überall auf der Welt schneit es Mana-Drachenreste. Okay. Aber sollte jetzt nicht noch ein riesiges Monster kommen, das gegen den Mana-Drachen kämpfen sollte, wo alle Monster sich zusammen in ein riesiges Monster verwandeln? Was ist damit? Ja, euch habe ich nicht verstanden. Und warum seid ihr hier bei Lunar? Aber ich habe die wirklich nicht verstanden, die Leute. Das habe ich hier auch alles nicht verstanden, das Sandschiff. Die sind einfach nur durch die Gegend gefahren und haben Leute als Sklaven genommen. Vielleicht im japanischen Original hat das mehr Sinn gemacht, aber hier nicht. Wir sind bei Weihnachtsmann. Yay. Warum auch immer. Und jetzt sind wir hier in Trüffeldorf.
glaube, ich lasse die Credits diesmal drinne, weil wir Sachen sehen und nicht einfach nur einen schwarzen Bildschirm oder einen schwarzen Bildschirm mit ab und zu Bildern aus dem Spiel, sondern wir sehen tatsächlich Sachen, die nach dem Ganzen passieren. Jetzt sind wir in 4 Jahreszeiten bald. Wieso sind wir eigentlich noch zusammen? Weil Purim wollte ja nur Hagen. Jetzt lungert. Wieso sind wir hier? Ach, die Stühle. Ich weiß auch die Stühle. In welcher Folge haben die mich getötet? Meine beiden Begleiter waren tot und die haben Randy einfach kaputt gehauen. Gestaggert haben die den da bei den Kanuni-Brüdern. Und da sehen wir, dass es tatsächlich nicht immer nur einer ist, sondern tatsächlich mehrere von denen gibt. Ich werde Secret of Mana, das 3D-Remake, irgendwann spielen. Hallo Berti. Aber noch nicht direkt. Ich weiß auch nicht, was hier nach. Ich habe halt sogar 3 Sachen im Kopf, was ich. Sogar 4 Sachen. Eigentlich sollte hier nach das Secret of Mana Remake kommen. Ich habe halt Sachen im Kopf, was hier nachkommt. Das wollte ich sagen. Ich glaube, ich habe mittendrin einfach aufgehört. Zum einen halt das Secret of Mana Remake, was ich verschiebe auf später. Terranigma, was ich auch verschiebe auf später. Und dann bin ich am überlegen, ob ich Yakuza Like a Dragon spielen sollte oder vielleicht Final Fantasy 14 wieder anfange. Ich werde tatsächlich Final Fantasy 14 nochmal ein bisschen zocken und gucken, ob ich jetzt wieder Laune habe. Oh, hallo Heidi. Das ist der Vater von Purim. Ich dachte, zu einem gewissen Zeitpunkt dachte ich, dass der König der Vater, dass sie halt die Prinzessin ist oder so. Dass der König ihr Vater ist, aber der Dude ist ihr Vater. Da, Claude M. Mois. Der hat die deutsche Übersetzung verbrochen. Die ich ja eigentlich liebe, aber teilweise aber auch ein bisschen Fremdscham beinhaltet. Aber halt einfach Nostalgie, die deutsche Übersetzung, das gehört einfach dazu. Außer im 3D-Remake. Ich bin froh, dass es das 3D-Remake gibt, dass man auch ein bisschen das so spielen kann, wie die Entwickler es eigentlich wollten. Und nicht mit so viel Klamauk. Natürlich ist das hier alles auch cool. Hallo, ihr Penner! Ihr habt mich rausgeworfen, wisst ihr noch? Jetzt habe ich die Welt gerettet. Weckt mich. Auf jeden Fall, ich wollte Final Fantasy 14 noch ein bisschen antesten, ob ich da wieder Bock drauf habe. Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann spiele ich Yakuza Like a Dragon als nächstes. Höchstwahrscheinlich. Ich müsste es noch kaufen, aber naja. Hier stecken das Mana-Schwert zurück. Glaube ich. Das ist das, was passiert. Und da. Okay, boop, da ist es. Komme ich jetzt zurück, weil durch das Gemüse kann ich ja nicht ohne Schwert. Das sind die Kobolde. Und da ist der Geist von Popoy. Ist das der Geist? Sieht so aus. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann, dass Popoy vielleicht stirbt. Weil da ist sie in dem Baum. Aber wer weiß, ob das nur eine symbolisch sein soll oder ob sie wirklich lebt. Ende. Und ich mag diesen Screen sehr gerne. Das sieht sehr schön aus. Das Spiel war auch. Es ist halt ein Spiel meiner Kindheit. Es hat aber. Ich bin auch Realist. Es hat sehr viele Fehler und was ja, teilweise an der Übersetzung liegt, weil komisch übersetzt worden ist. Zum Beispiel. Man muss ja, um in den Goldpalast oder Goldfestung war es, glaube ich, um in die Goldfestung auf der Goldinsel zu kommen, muss man den Schlüssel bei Lisa in Südstadt holen. Es gibt einen NPC, der sowas andeutet. In der englischen Version wird dir genau gesagt, dass man zur Südstadt muss. Beziehungsweise es wird gesagt,
halt, dass ein Rebell gefasst worden ist, der den Schlüssel haben sollte, der hat den Schlüssel nicht. Und das wurde auch in der deutschen Version gesagt. Nur in der englischen Version wird auch gesagt, dass das in der Südstadt alles war. Und so wird einem gesagt, dass man in die Südstadt muss. Das wurde einem halt hier in der deutschen Version nicht gesagt. Ich habe mich nur sehr stark daran erinnert, dass Lisa einen Schlüssel angeblich hätte und dass Lisa einen Ehemann hat, der auch ein Spion ist und der gefangen worden ist. Deswegen konnte ich eins und eins zusammenzählen und wusste, dass ich nach Südstadt musste. Und neben den Fehlübersetzungen ist einfach auch, dass das Spiel hier an sehr vielen Stellen gecuttet worden ist. Man merkt halt, dass das Spiel eigentlich größer und toller und eine bessere Story haben sollte und alles. Man merkt halt, dass halt man, wenn man das in Final Fantasy VI stellt, dann ist die Story hier ziemlich Banane. Und es ist lustig, dass sehr viele Sachen in Final Fantasy VI ähnlich sind, wie zum Beispiel, dass es einen Imperator gibt. Dass der Imperator die Guten, also dass er Frieden haben will und die Guten zu sich einlädt und dann die verrät. Oder dass der Imperator tatsächlich nicht der große Böse war. Also, ja, komm, ist das ein Spoiler? Keine Ahnung. Dass der Imperator tatsächlich nicht, halt in beiden Spielen wird der Imperator getötet und ist tatsächlich nicht der Hauptbösewicht. Sowohl in Secret of Mana als auch in Final Fantasy VI. Das Ding ist, ich drücke hier gerade alle Tasten, aber okay, die soll ich nicht drücken. Ich drücke alle Tasten, aber nichts passiert. Deswegen hören wir hier an dieser Stelle auf. Wie gesagt, ein schönes Spiel, hat halt hier so seine Macken, aber und ich kann mir halt vorstellen, dass Leute, die damit nicht aufgewachsen sind, dieses Spiel nicht so toll finden. Kann ich mir gut vorstellen. Übrigens, der Nachfolger Trials of Mana, Second Tensetsu 3, ist viel besser als Secret of Mana. So viel besser. Deswegen, wenn ich irgendwann dann Legend of Mana spiele, was die Fortsetzung zu Trials of Mana ist, hoffe ich, dass da noch viel Besseres auf mich zukommt. Aber ich weiß halt, dass die Mana-Reihe irgendwann in der Versenkung wie soll ich das sagen? Wie wollte ich den Satz weiterführen? Die Reihe ist halt untergegangen, weil teilweise die Spiele nicht so gut waren, so irgendwann, ich glaube, so PlayStation 2-Ära. Und viele Leute haben die Spiele einfach nicht mehr gekauft und dann hat Square Enix einfach aufgehört, die Spiele zu produzieren. Und hat dann nur noch Remakes gemacht. Und das war das letzte Secret of das letzte Mana-Spiel, was kein Remake war. Halt, das letzte veröffentlichte Mana-Spiel ist Legend of Mana, also das Remaster. Davor das Remake zu Trials of Mana, was auch einfach. Ich glaube, ich mag das Remake sogar noch besser als das Original. Auch wenn das Original einfach seinen Charme mit seinen Pixel-Art hat und so. Und man halt sieht, dass das 3D-Remake von Trials of Mana nicht so ein hohes Budget hatte. Es war ein höheres Budget als Secret of Mana 3D-Remake, aber das. Und Adventure of Mana, was das Remake von Mystic Quest ist, hat ein Budget gehabt von, keine Ahnung, 3 Cent und einer Flasche Cola. Oder so. Ich weiß es nicht. Das sieht einfach aus wie Scheiße. Tut mir leid, ist aber so. Das ist für die Vita erschienen, es ist aber auch für Handyspiel, also für Smartphones erschienen. Adventure of Mana. Secret of Mana ist für die PS4 und dem PC erschienen und Trials of Mana ist auf sehr vielen Plattformen gekommen, glaube ich. Auf dem PC, auf der Switch, ich glaube auf der PS4 und auf der Xbox weiß ich gar nicht. Und auf der PS5 weiß ich auch gerade nicht.
So, genug gelabert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich finde es ein ganz schönes Spiel. Den Screen hier finde ich wunderschön. Den könnte ich mir den ganzen Tag angucken, aber lassen wir das. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns in einem anderen Let's Play sehen. Wie gesagt, entweder Final Fantasy XIV oder Yakuza Like a Dragon. Und Secret of Mana 3D Remake wird noch kommen und Legend of Mana auch. Und dann gucke ich mal in Wikipedia, was es noch für Mana-Spiele gab. Weil eigentlich hätte ich gerne alle Mana-Spiele mal, zumindest hier auf dem Kanal, mal gespielt. So, das war's jetzt aber. Und ich sag Tschüss. Bis demnächst.